Ende des 20. Jahrhunderts entdeckten Archäologen einige aufsehenerregende Monumente, die eine der ältesten Kulturen der Menschheit in neuem Licht erscheinen ließen. Auf dem Meeresgrund bei Alexandria, einer Stadt am Mittelmeer, fand man Ruinen. 7 Meter unter der Meeresoberfläche. Die Reste einer Sphinx. Dieses Symbol des alten Ägyptens ruhte jahrhundertelang auf dem Grund des Meeres. Hieroglyphen überziehen das steinerne Relikt. Es sind Worte, die den Pharao, den Herrscher Ägyptens, lobpreisen. Ruinen auf dem Meeresgrund. Reste der Stadt, in der die letzte Herrscherin des alten Ägyptens, Kleopatra, gelebt hat. Vor 2000 Jahren galt Alexandria als eine der reichsten Städte der Welt. Im 4. nachchristlichen Jahrhundert verschlangen die Fluten die Stadt bei einem verheerenden Erdbeben. Seitdem ruhte Kleopatras Stadt 1600 Jahre ungestört im Wasser. Kleopatra, die als Schönheit galt, war die letzte Herrscherin des alten Ägyptens. Man sagt, sie hätte nach der Niederlage Ägyptens durch das Römische Reich Selbstmord begangen, indem sie sich von einer Giftschlange beißen ließ. Diese Ereignisse überlieferten die Feinde von einst, römische Geschichtsschreiber. Die Wahrheit bleibt ein Geheimnis. Es gibt nur einen einzigen Gegenstand, der Kleopatras Erscheinungsbild einigermaßen sicher wiedergibt. Dies sind Bronzemünzen von Kleopatra. Ich nehme sie jetzt heraus und zeige Ihnen die Vorder- und Rückseiten. Vor ungefähr 2000 Jahren unter ihrer Regentschaft wurde diese Münze geprägt. Auf der Rückseite ist ihr Gesicht deutlich zu sehen. Obwohl sie eine berühmte Gestalt der Weltgeschichte ist, gibt es keine andere gesicherte Überlieferung für ihr Aussehen. Vieles vom alten Reich der Ägypter liegt nach wie vor im Dunkeln. Seit den Anfängen dieser Kultur sind 5000 Jahre vergangen. Und immer wieder entdeckt man Aufsehenerregendes, das auf Untersuchungen der Wissenschaftler in Ägypten und anderen alten Kulturkreisen beruht. Langsam lösen sich die großen Rätsel und viele unerwartete Entdeckungen gelangen ans Tageslicht. Was können alte Kulturen über unsere Gegenwart erzählen?
Der Nil, der längste Fluss des afrikanischen Kontinents. Er fließt von Süden nach Norden. 3000 Jahre lang blühte die alte ägyptische Kultur an seinen Ufern. Der jährliche Regenfall ist praktisch gleich null. An manchen Tagen erreichen die Temperaturen über 50 Grad Celsius. Unter derart extremen Klimabedingungen grünt es nur unmittelbar am Nil. Vor 5000 Jahren erschien die ägyptische Kultur auf der Bildfläche. Die riesigen Denkmäler jener Zeit haben sich bis heute erhalten. Wie konnte eine Hochkultur in einem derart trockenen Land entstehen? Wie war es möglich, fast 3000 Jahre lang durchgehend in Wohlstand zu leben? Die größten Rätsel geben die Pyramiden auf. Schon immer haben Forscher versucht, ihr Geheimnis zu ergründen, stehen sie doch seit jeher für die ägyptische Weisheit. Besonders faszinierte die große Pyramide am Rande von Kairo, die Cheops-Pyramide. Sie ist die größte von 60 Pyramiden in Ägypten. Die Cheops-Pyramide besteht aus 3 Millionen Steinen. Jeder Quader wiegt etwa 2,5 Tonnen. 230 Meter lang ist eine Seite, 147 Meter beträgt die Höhe. Das entspricht einem Gebäude mit 40 Stockwerken. Jede Ecke hat einen Winkel von genau 90 Grad und zeigt nach Norden, Süden, Westen oder Osten, ohne die geringste Abweichung. Doch die Cheops-Pyramide ist keine kompakte Masse aus Steinen. In ihrem Inneren gibt es eine Vielzahl von Gängen und Kammern. Beim Bau der Pyramiden wurden die kompliziertesten mathematischen, astronomischen und architektonischen Kenntnisse angewandt. Man betrat ursprünglich zunächst einen engen, abwärts geneigten Gang, der nach kurzer Zeit wieder aufwärts führt. Nach ungefähr 40 Metern erreicht man schließlich die sogenannte Große Galerie. Sie hat eine Höhe von 8,5 Metern. Der Raum verjüngt sich nach oben. Beeindruckend ist die sorgfältige Bauweise und Steinbearbeitung. Nicht einmal eine Rasierklinge passt zwischen die Steine. Die große Galerie führt ins Zentrum des Monuments, zum größten Raum der Pyramide, der Königskammer. Sie umfasst eine Fläche von 54 Quadratmetern.